Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück beim Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Aktuell sind wir hier im Dämmerwald-Tempel, haben so die ersten Räume bestritten, die ersten Feen gesammelt und ein paar Schlüssel erhalten und stehen jetzt hier vor dem Mini-Boss-Raum. Und das ist jetzt der Frosch, oder? Ne, das ist der. Okay. Mit entspannender Musik. Ja, das ist doch hier. Easy going. One hit. Okay, was bekommen wir denn Schönes? Ah, wieder nichts Gutes. Ja, bisher haben wir nur ein paar Schlüsselchen erhalten hier in dem Dungeon. Keine Kernitems oder sonstiges. Pfeile, okay. Traurig, aber naja. Was willst du machen, ja? So, okay. Das wäre jetzt alles erledigt. Ich könnte jetzt halt darüber in den Raum. Jetzt hätte ich, glaube ich, den Bogen bekommen in dem Moment. Aber will der jetzt, dass ich da rüber schon gehe? Was sagt denn die Karte? What say the map? Ja, da gibt es theoretisch... Da gibt es ja theoretisch auch nur eine Schatzkiste. Deswegen, ich gehe da mal kurz hin. Check das mal aus. Und dann kann ich ja in den anderen Raum rüber. So. Wird das was? Ja doch, gell? Yo. Okay, nice. Nächster Raum. Okay, genau. Hier ist direkt der nächste. So, den müssen wir jetzt eigentlich nur einmal richtig punishen, oder? So, da geht er nämlich direkt in Phase 2 über hier. Der Gute. Und wir gehen hier rein. Hauen den runter und jetzt müssen wir mit Pfeilen wegboxen, ne? Genau, ich glaube, das war's auch schon. Zack. Das sieht doch gut aus. Hallo? So. Okay. Und das Ganze noch einmal wiederholen. Und da gibt's auch eine gute Schatzkiste, Leute. Ich hab's schon gesehen. Perfekt. Hallo? Okay, das war der. So, und die Türe geht auf. Und ich bin gespannt, was wir hier als Kernitem bekommen. Okay. Größere Magieanzeige ist geil, nützlich, aber ist auch nichts, was wirklich einen Fortschritt bedingt, ne? Aber ich freue mich trotzdem. Ich freue mich trotzdem. Kann in vielen Situationen nützlich sein, gerade später in den anderen Tempeln noch. Sehr nützlich. Okay. Perfekt. Dann haben wir das hier auch abgeschlossen. Und gehen rüber auf die andere Seite. Ja, viel ist eigentlich gar nicht mehr. Dann sind wir hier mit dem Dungeon schon durch. Denke mal, das könnten wir heute sogar hinbekommen. So, hier gibt es auf jeden Fall noch eine Schatzkiste zu holen. Ich glaube, das ist da drüben. Also hier müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal das anzünden. So. Ne, die Fackel da müssen wir anzünden. Könnte ich auch mit den Feuerentfernung machen. Dann muss ich da nochmal hinspringen und den Schalter aktivieren. So. Ach komm, ich mach das gleich mit den Feuerentfernung. Bevor wir jetzt ewig rummucken. Zack. Weißt du, wenn wir schon diese Vorteile haben und diese nützlichen Dinge, die wir hier überall... Ne, warum sollen wir sie nicht nutzen? Genau, da geht die Tür auf und der Schalter müsste für die Schatzkiste da sein. Die wir uns natürlich auch unbedingt noch holen. So. Zack. Und. Ja, auch wieder ein Normalo-Ding. Schade. Naja. Wir holen es mal schnell, würde ich sagen.
Bin auch schon gespannt, welcher Boss uns erwartet hier. Das Gute ist, da wir ja die Maske der grimmigen Gottheit haben, kann uns das eigentlich relativ egal sein, weil wir können damit jeden Boss plätten, ohne das spezifische Dungeon-Item zu haben. Oh. Hier gibt es nochmal guten Stuff. Okay, wir haben da Feen verschiedene. Da ist auch nochmal ordentlich was gerandomized. Aber jetzt auch nichts, wo ich sage, wow, 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 das brauchen wir unbedingt. Ich schieß trotzdem schon mal das hier runter. Dann sind wir die schon mal los. Den da schieße ich auch weg. Ups. Wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Hallo. Und den natürlich auch. Okay. Perfekt. Sind wir das schon mal los. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, auch nochmal verschiedene Schatzkisten auf der Karte, oder? Nicht? Sind da keine Schatzkisten mehr? Gut, dann halt nicht. So, wir holen uns erstmal das, was da drüben liegt. Inklusive Fee. Und Skulltula-Token Nummer 64. Zack, zack. Ja, da könnten wir uns jetzt auch nochmal ordentlich Feen holen. So, warte mal. Eine Fee hat man jetzt hier noch. Ja, was wir holen können, das nehmen wir mit, oder? Fertig. So, hier ist nichts weiter. Drüben schwebt auch noch einer. Ist auch noch einer. Mensch, ordentlich was los hier. So. Ja, schade. So, jetzt sind wir schon bei 9, ne? Viel fehlt halt echt nicht. Ach, als Notlösung würde ich die auf jeden Fall nochmal holen dann später. Aber aktuell sehe ich das als trotzdem nicht, dass das eine gute Idee wäre. Nummer 10. Oder wollen wir das noch machen? Ah, ich bin so unsicher in der Hinsicht. Da sind halt noch zwei, dann wären wir bei 12. Nee. Wäre halt schon eine gute Anzahl, ne? So, wo ist denn der Schalter? So, warte, ich jump erstmal hier hin. Oh Gott. Wo mir die Fee? So, zack. Ah, funktioniert das? Ja, ganz knapp. So, dann gehe ich mal hier hoch. Und ja, dann die Skulltula-Tokens. One by one. Zack. Nummer 65. Ja, jetzt darf ich den Spaß nochmal machen, ne? So. Geil. Geiler Köpfer. Boah, Link. Mit dem Kopf durch die Wand. Nice. Krass. So. Wir sind gleich in der ersten Nacht drin, ne? Was aber überhaupt nicht schlimm ist. So, warte, ich muss jetzt hier erstmal wieder hochfliegen. Dann müssen wir das ja nochmal machen, ne? Da muss ich ja die andere Feder noch holen. Also müssen nicht, aber ich mach's jetzt einfach mal. So. Na, warte mal, ist das jetzt eine gute Entscheidung gewesen? Da haben wir... Ja, wir müssen darüber, auf jeden Fall. Das heißt, ich muss dahin zur Pflanze. Okay, nochmal. Wir wollen es ja ordentlich machen. So, dann einmal mit dem Bogen. Zack. Und dann fliegen wir mal zu der Pflanze. Dann fliegen wir rüber zu der Fee. Oh, ich glaube, das ist gar nicht möglich. Ich glaube, wir müssen diese Pflanze nehmen.
Wusste gar nicht mehr, dass das so komisch war. Tatsächlich. Ah, das war jetzt mein Fehler, Leute. Das war jetzt mein Fehler. Ah, shit. Ja, ich hätte da oben drauf gemusst. Ah, jetzt sind wir einmal hier, oder? Let's go. Rein in den Bossfight. So, was haben wir denn für einen Boss? Ah ja, guck mal. Das meine ich nämlich. Weil wenn wir jetzt falsch gewesen wären oder die Maske der grimmigen Gottheit nicht gehabt hätten. Wir brauchen ja eigentlich die Maske der Giganten. Oder sehr viele Pfeile. Sonst ist das schwer. Aber so geht das ja easy klar. Obwohl es mit der Maske der Giganten wahrscheinlich auch einfacher wäre. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal so gemacht habe. Mit den Lichtpfeilen geht es ja, glaube ich, auch, oder? So, das war jetzt der erste oder sind das beide? So lange nicht mehr gespielt. No. Das war nicht beide, okay. Ich glaube, in der 3DS-Version ist der auch schon wieder anders, ne? Mann, der ist ja trotzdem richtig beschissen. Hab ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass der so beschissen ist. Warum habe ich so wenig Mana? Braucht das Mana, wenn ich das mache? Ich glaube ja. Ja, das verbraucht Mana. Scheiße. Was mache ich jetzt mit dem? Ich habe keine größeren Mana-Quellen mehr. Okay, Gott sei Dank ist er auch tot. Gut. Ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Bosskampf, auch wenn er ein bisschen komisch ist. Also ich finde schon den mit dem Fisch relativ komisch. Aber der ist nochmal komischer irgendwie. Okay, wir gucken mal. Hier kriegen wir 20 Rubine. Wahnsinn. Was kriegen wir hier? Okay, wir kriegen offiziell diese Maske. Wir waren jetzt... Genau, wir haben jetzt die Maske und die haben wir bekommen... im Woodfall-Tempel, richtig? So. Genau. Okay. So, was hat man jetzt als Kernitem bekommen? Nur die Magieanzeige wieder. Auch sehr merkwürdig. Okay, die packen wir auf jeden Fall mit ein, ne? Zack. Da müssen wir auch nicht um den heißen Brei rumlabern. Die kommt einfach mit. So. Okay. Und jetzt einmal zurück zu den Dekus. Dann geben wir die noch ab. Und dann können wir theoretisch noch das Rennen machen. Ja, das Wasser ist ja wieder klar. Also da muss ich jetzt auch nicht aufpassen. Sehr schön. Ich glaube, normalerweise ist das so, bei der Maske der grimmigen Gottheit kannst du nur die Laserstrahlen schießen, wenn du Full Life hast. Und scheinbar haben die das aber hier mit dem Randomizer abgeändert. Du verbrauchst Magie.
Ist das richtig so, wie ich das erklärt habe? Weil ich habe das irgendwie so in dem Hintergedanken, dass das so war. Wer weiß. Okay, komm. Zack. Ja, die Feen sammeln wir bei Bedarf nochmal ein. Ach, bekommt man da... Ach nee, wir haben jetzt nur den Zutritt erhalten, ne? Das war... Genau. Da gab es jetzt nicht nochmal ein Item für, sondern wir mussten die nur abgeben, dass wir jetzt quasi mit dem Butler das Rennen machen können. Genau, das war der Hintergrund. Gut, dann ist das ja abgeschlossen. Okay, jetzt machen wir mit dem Butler noch das Rennen. Dann sind die Dekus eigentlich completed erstmal, ne? Außer, dass wir halt die Feen noch offen haben. Und später mit diesem komischen Froschchor müssen wir das auch noch machen. Da müssen wir, ja, verschiedene Frösche anquatschen. Da werde ich mir dann nochmal ein Tutorial zu angucken, wo die ganzen Frösche sind. Aber da müssen wir sowieso erst Wassertempel. Die sind ja überall über die ganze Welt verteilt. Da ist zum Beispiel auch einer. Genau, das werden wir uns später dann nochmal angucken. Ich gucke jetzt hier nochmal ganz kurz, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Ob es hier irgendwelche geheimen Wege gibt. Ob es hier irgendwie noch random Rubine gibt. Weil beim letzten Mal sind wir hier einfach durchgestürmt. Ich meine, da war ja auch noch alles giftig. Aber sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Also ich glaube, die... Kann ich noch auf 11 erhöhen, ne? Das war, glaube ich, Fee Nummer 11, die wir da eingesackt haben. Nö, weiter ist hier erstmal nix. Kann man sonst noch irgendwas machen, wenn das hier verändert wurde? Das Wasser quasi verändert wurde? Ich glaube nicht. Okay. Soweit ich mich erinnere, ist dieses Wettrennen gegen den Deku-Butler... Das müsste eigentlich... Boah, ja, was ist denn hier los? Das müsste eigentlich an der Bucht gewesen sein, bei der Sora, bei den Soras. Soras Domain, theoretisch. Wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Warum sind meine Flaschen auf... 2? Achso, ist Ocarina of Time. Genau, das passt. Okay. Epona! Mein Prachtexemplar von Pferd. Hallihallo. Hallo? Hallo? Lass mich ruf. So, ja, aber jetzt finally, wir haben im Dungeon eigentlich jetzt nur 2 Schlüssel gefunden. Einer bringt mir was. Das war vom Geistertempel. Und der andere... Der andere. Ja, der ist sinnlos, weil dafür Kurudo Trainings Ground ist. Also, brauche ich nicht. Und die Magieanzeige haben wir bekommen. Bringt mir jetzt aber auch nicht wirklich was. Ah, ich bräuchte halt mal den Enterhaken als Kernitem endlich, ne? Dann könnte man das nächste Skulti-Haus bestreiten. Richtig easy peasy. Das wäre schon richtig geil, weil dann kriegst du halt random einfach nochmal 30 Items obendrauf. Wo halt bestimmt irgendwas Gutes dabei sein könnte. Also ich sage jetzt nicht, dass da was Gutes dabei ist, aber es könnte was dabei sein. Ist aber auch egal, wir machen jetzt erstmal das Wettrennen. Dann haben wir das nämlich auch hinter uns. Müssen das nicht normal machen. Und dann haben wir erstmal wieder einen ekligen Abschnitt, sage ich mal, geschafft. So, die Frage ist, hier war glaube ich der Schmied drinne. Ich hoffe, ich bin richtig, dass das hier irgendwo drinne war. Ja, perfekt. Muss ich das eigentlich... Oder kann ich den direkt so ansprechen? Ich kann den direkt so ansprechen. Ah, hier kann das auch nochmal. Hier gibt es auch nochmal gerandomized Items, ne? Theoretisch gibt es ja hier einige Rubine, die da rumliegen. Die müssten wir theoretisch auch noch mitnehmen.
Daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Shit. Da sollte ich mir wirklich alles mal angucken. Kann schon sein, dass ich das öfter machen muss jetzt. Ja, ich bin noch durchgekommen. Okay. Die ersten 2 Meter ist schon mal nichts. Sonderbar. Könnt ihr ja ruhig mal warten, ne? Ich hab euch ja alle gerettet, ne? Aber, nee, er rast einfach los. Juckt den halt null. Dass hier ich nicht hinterherkomme. Weil er sich halt denkt, jo. Ja, guck mal hier. Da ist der Enterhaken. Ich glaub's nicht. Da ist er. Oh, geil. Der Hookshot, Leute. Und ich spreche es gerade noch an. Wie gut. So, Golden Scutula-Icon. Aber ganz viele. Nice. Da ist auch ein Schlüssel. So, da haben wir auch noch eins. Das muss ich auch noch mal... Nein! Shit, den Schlüssel hätte ich gerne noch mitgenommen. Okay, wir sind runtergefallen. Wir müssen es eh noch mal machen. Leute, das machen wir im nächsten Part. Wir haben den Hookshot bekommen. Richtig geil. Das heißt, im nächsten Part können wir richtig viel machen. Oh, ich bin begeistert. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zum Randomizer von Ocarina of Time und Majora's Mask. Tschüssi.